Hi ihr Lieben und herzlich willkommen heute hier zu meinem Video, wo wir gemeinsam ein bisschen ausmisten. Ich hatte mir ja vorgenommen, das mit euch zusammen zu machen und wollte einen blauen Müllsack zusammenbekommen. Wir sind jetzt hier bei mir im Wohnzimmer. Hinter mir seht ihr meine Wohnwand und mit der möchte ich eigentlich direkt starten. Wir wechseln dann gleich auch im Wohnzimmer dann nochmal auf die andere Seite, wo jetzt quasi das Handy mit dem Stativ steht, weil da ist nämlich dann mein Schreibtisch und da gucke ich dann auch nochmal. Also ich gucke heute mit euch wirklich einmal in jeden Schrank rein, gucke, was ich loswerden kann. Das kommt dann erstmal alles in diesen blauen Sack und am Ende lasse ich Freunde und Familie einmal da rein wühlen, rumwühlen, ob die da irgendwas gebrauchen können. Es kann auch gut sein, dass vielleicht das ein oder andere kleine Teilchen Müll dabei ist, ne? Wenn ich jetzt irgendwie noch so eine alte Verpackung im Schrank finde oder so. Das wandert da natürlich auch direkt mit rein, wird dann aber aussortiert und entsprechend dann natürlich entsorgt. Ja, und das, was dann keiner mehr haben will, das wird dann entweder verkauft, wenn es ja was bringen könnte, wenn nicht, spende ich das. Na, da haben wir hier genug Anlaufstellen, Caritas und was weiß ich nicht alles, wo dann Kleidung und andere Sachen dann gern nochmal genommen und ja, weitergegeben werden. Von daher würde ich sagen, legen wir doch jetzt mal los. Also da muss ich euch zur Erklärung jetzt einmal kurz abholen. In dem Schrank sind meine ganzen Filme, meine DVDs und alles. Und ich hatte da gerade so einen Teil in der Hand, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Na, da konnte ich eben überhaupt nichts mit anfangen. Das ist der Standardständer von meiner PlayStation. Den behalte ich natürlich, ne? Wenn ich die mal irgendwann verkaufen will, dann sollte da natürlich das Originalzubehör mit dabei sein. Hier in den Schubladen, da, wie gesagt, ich nehme euch am besten mal mit, da ist Krempel drin. Krempel, den ich durchaus brauche. Also, hier habe ich den ganzen Budgetkram drin. Ne, mein Buch, meine Binder. Dann diese Washis und alles Mögliche ist hier drin. Ne? Taschenrechner, Hüllen, Stifte, alles Mögliche habe ich hier drin. Das habe ich mir jetzt kürzlich erst angeschafft. Und deswegen, ja, denke ich nicht, dass ich das noch, dass ich da jetzt irgendwas aussortieren könnte. Wenn wir Farbwechsel so im Bild haben, das liegt daran, dass hier die Sonne durch die Bäume scheint. Das ist gerade, wie ich sehe, echt heftig hier auf dem Video. Das kann ich leider nicht ändern. Außer ich mache die Rollos runter. Genau, und hier ist halt der Schrank mit meinen ganzen Filmen. Da sind auch noch dahinter. Ja, das kann man jetzt schlecht sehen. Das ist halt alles noch so. Dahinter auch noch halt welche, sieht man nicht. Da kann man es sehen, ne? Das ist alles so gestapelt und so. Das sind einige hundert. Und da kann ich mich natürlich nicht von trennen. Da sind einige Sachen dabei, die auch selten sind und auch ganz viel Mainstream-Zeug. Aber da habe ich jetzt kürzlich erst aussortiert. Und ja, das möchte ich da oder kann ich da jetzt einfach noch nicht weiter reduzieren. Hier habe ich so zwei so Kästchen. Die habe ich mir mal gekauft. Das sind mehrere, auch größere und so, um meine Stifte zu sortieren und so. Und die zwei sind übrig geblieben. Ich hatte vorher noch mehr, die übrig waren, die ich aber mittlerweile verwenden konnte. Von daher bleiben die auch. Und wie gesagt, das ist hier dieser Originalständer von der PlayStation, weil da hatte ich mal irgendwann einen anderen drunter gepackt. Und der bleibt natürlich dann auch, ne? Genau. Ja, und dann haben wir hier noch die Schublade. Da ist auch so Krimskrams drin. Da habe ich hier einmal Kerzen für mein, ne, Duftdingens. Und hier ist so das Fach mit Batterien. Da sind alles mögliche an Batterien drin. Die will ich natürlich auch nicht wegtun. Und hier sind so einmal hier so Duft für die Kerze. So ein Wachs ist das oder so ein Zeug. Dann so Pinöppel, damit die Schränke nicht knallen und so. Das sind alles so Sachen. Alkoholtücher, ne, um halt mal irgendwie, die man halt mal so braucht. Oder hier diese Klebedinger für
unterm Schrank, unter den Füßen oder wie auch immer. Ne, so ganz viele so Sachen, die habe ich halt hier drin. Und also Kabelordnungsgedönse. Und das bleibt auch, weil, ja, da weiß ich dann, wo ich es habe. Weil wenn ich das jetzt auch noch in die Abstellkammer packe, ne, oder hier so Klötze für unter dem Möbel, ne, dann weiß ich hinterher gar nicht mehr, wo ich irgendwas habe. Genau, und hier wollte ich euch mal zeigen, in dem Schrank, da kann ich auch nichts aussortieren. Da hatte ich nämlich leider ohne euch mir dieses Teil angeschafft, dieses. Weil das sind, was da drin ist, sind alles so meine Beschreibungen von, keine Ahnung, von der Waschmaschine, die Garantiebestimmung, die Rechnung und sowas alles. Das hatte ich hier auf einem riesengroßen Stapel in diesem Schrank und das sah immer verheerend aus. Und dann habe ich mir ja vor einiger Zeit halt dieses Mäppchen geholt. Das kann man wie so eine Ziehharmonika ganz weit ausziehen und hat ganz viel Platz halt da drin für diese ganzen Beschreibungen und alles Mögliche. Und die habe ich dann da einsortiert und somit ist es dann auch da im Schrank entsprechend ordentlicher. Genau, und hier, ja, was habe ich hier jetzt noch? Das ist einmal hier so ein Liquidzeug, weil ich ab und zu mal E-Zigarette rauche, also nichts Besonderes. Und hier der Fuminator für meine Katzen. Das ist so eine Bürste, die richtig gut Fell rausbekommt. Ja, und mehr habe ich jetzt in dem Schrank auch gar nicht drin, außer halt ein bisschen Deko, ne? Ja, hier ist Katzenecke. Ne, da haben die ihren Kratzbaum und oben nochmal so ein Brett da an der Wand und diese Tonne hier. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu meinem Schreibtisch, weil viel mehr ist jetzt hier auch nicht. Ne? Ich habe dann hier noch die Couch und da ist jetzt auch nichts. Am Tisch habe ich auch nichts. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal hier um den Schreibtisch, weil da habe ich ja hier so ein paar Schubladen. Mal gucken, ob ich da was finde, weil sonst wird es, glaube ich, langsam eng mit dem Sack. Also ich habe gedacht, aber gut, schauen wir mal. Ja, erste Schublade fertig. Und was ist es geworden? Ein paar Blätter, irgend so eine leere Tüte, warum auch immer ich die da drin hatte. Normal schmeiße ich immer alles weg, aber es kann gut sein, ich sehe, die ist angeknabbert. Da habe ich wieder irgendwas von meiner Katze gerettet. Wahrscheinlich mal eben schnell dann da reingeschmissen. Ja, und ein paar Blöcke und so. Das kommt auf jeden Fall in den blauen Müllsack und ich weiß auch schon, wo das verwendet wird. Das wird sich nämlich wahrscheinlich direkt meine Mutter schnappen, für die Kinder dann zu malen, weil sonst würde ich das jetzt eh darunter gehen, aber es geht ja auch so um die Symbolik, ne? Deswegen, also da werden die Kinder dann nochmal mit malen können. Das schmeiße ich jetzt nicht weg natürlich, aber ich brauche jetzt halt auch hier nicht irgendwie so viel lose Blätter, mit die jetzt eh verknickt sind, wo ich jetzt nichts großartig ordentlich drucken könnte oder so ein Block oder sowas. Das ist für mich jetzt so nicht nötig. Also ich habe so meine Notizbücher, wo ich gerne reinschreibe oder meinen Kalender oder sowas. Dann brauche ich das jetzt nicht. Einen kleinen habe ich behalten, wenn ich mal so irgendwie was aufschreiben will. Aber das kann weg, das schafft dann einfach wieder Platz. Ja, dann gucke ich mal die zweite Schublade. Ich denke, da wird nicht so viel drin sein. Die hatte ich nämlich kürzlich, da brauchte ich auch diese Kästchen für, wo ich euch gerade gezeigt habe, hatte ich die nämlich kürzlich mal aufgeräumt. Leider alles, bevor ich so die Idee hatte, das mit euch zusammen zu machen. Von daher, ne, auch hier mit dem Dingensfach da, wo ich diese ganzen Beschreibungen reingepackt habe, habe ich leider auch vor dem Video hier gemacht. Da wusste ich zwar schon, dass ich das machen will, aber irgendwie konnte ich es wahrscheinlich nicht abwarten oder so, glaube ich. Ne? Ja, ich mag halt gerne Ordnung und halt irgendwie so, dass halt nicht so viel rumfliegt. Ne, ich habe auch gerade schon mal gesehen, den DVD-Schrank sollte ich auch mal wieder aufräumen.
Aber das wird das Video jetzt so ein bisschen in Länge ziehen. Ich meine, ich spule euch das eh. Ihr habt jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass ihr jetzt nicht dabei zuguckt, wie ich jetzt eine Dreiviertelstunde in irgendeiner Schublade rumwühle. Aber ja, jetzt den DVD-Schrank aufräumen. Nee, jetzt habe ich die Schublade schon aufgeräumt. Okay, ich mach mal weiter. Also, das muss ich euch jetzt ja noch mal zeigen. Hier den Schrank. Ich drehe mal eben kurz die Kamera. So, hier haben wir einmal Unterlagen des Grauens. Bei mir ist das so, ich sichte immer alle meine Unterlagen. Ich habe da auch Ordnung drin. Und wenn alles, was bearbeitet ist oder nicht bearbeitet, sondern nur abgeheftet werden muss, sammle ich immer hier in dieser Schublade. Und wenn die voll ist, meistens ist das so einmal im Jahr, dann packe ich das alles aus und dann geht es in die Ordner rein. So, dann habe ich hier Stifte, 1 Million Stück und noch mehr Kram. Dafür brauchte ich auch diese Kästchen, damit ich das alles hier mal so sortiert habe und nicht alles auf einen Haufen liegen habe. Genau, und hier unten, Reise in die Vergangenheit, habe ich doch tatsächlich CD-Rohlinge. Leute, die kommen weg. Also die, ey, ohne Mist, die braucht kein Mensch mehr. Die habe ich jetzt bestimmt schon 10 Jahre da drin. Ich habe noch nicht mal mehr ein CD-Laufwerk. Ne? Und hier habe ich Ersatz Toner für den Drucker, weil das gab es nicht anders. Also ich hatte mir so ein nachgemachtes Toner-Paket gekauft, was ich im Übrigen auch super fand. Das hat, weiß ich nicht, ein Viertel gekostet von dem, was da original reinkommt. Aber da waren noch zusätzlich in diesem Paket, das gab es nicht anders, zwei schwarze Patronen drin. Und ja, die habe ich jetzt erstmal übrig, bis die da irgendwann mal leer ist. Weil schwarz geht irgendwie nicht so viel leer wie irgendwie eine Farbpatrone. Deswegen habe ich die jetzt noch. So, und dann habe ich hier ein uraltes Case mit CDs drin. Das, Wahnsinn. Das ist jetzt wie so eine Zeitreise. Aber da sind CDs drin von früher halt noch. So keine Musik oder so, sondern ich kann es dir mal zeigen. So Windows 10 ist da drin und Windows 7 und sowas alles, wo ich mir die damals noch in der Uni, glaube ich, da bin ich mal kurz studieren gegangen, konnte man sich die runterladen und hat dann. Muss ich mal mit der Kamera hier klarkommen. Und hat dann ja, sich das runterladen können, auf CD ziehen können und so. Oder so alte CDs hier. Mein Gott, was ich da. Irgendwelche Bilder. Also die muss ich mir mal angucken. Kann ich nicht. Ich habe kein CD-Laufwerk. Muss ich mir ein externes holen oder so. Keine Ahnung. Wichtige Sicherung. Weiß ich nicht. Alles uralt, Leute. Das ist alles. Also das, was ich jetzt hier habe, ist. Ja, da hatte ich mir dann irgendeine Lizenz gekauft. Keine Ahnung, also das ist hier alles 10 oder mehr Jahre alt. Und das kann ich nicht wegschmeißen. Irgendwie das geht nicht, das muss ich behalten. Oder da müsste ich zumindest mal gucken, ob ich davon noch irgendwas brauche. Aber wer braucht heutzutage schon noch Windows, ja 10 vielleicht schon, ne? Hatte ich mir damals gekauft. Aber Windows XP und so, das braucht halt kein Mensch mehr. Okay, ja, dann habe ich hier so eine Special Edition, die hatte ich mir gekauft von einem Spiel, was ich sehr gerne immer mal wieder spiele und das ist Skyrim. Ja, und auch das benötigt man eigentlich nicht, aber das ist auch so ein Nostalgie-Ding. Also nennt das hier gerne die Nostalgie-Toner-Schublade, weil da kann ich leider, nee, das bleibt erstmal. Und hier durch dieses Case müsste ich mich wirklich erstmal durchwühlen, weil wenn ich da sehe, irgendwie Bilder und wichtige Sicherungen und so, keine Ahnung, dann würde mich ja schon mal so wenigstens so ein bisschen interessieren, was ich denn da damals vor, weiß nicht, 10 Jahren so wichtig fand oder länger her. Deswegen, das bleibt jetzt erstmal, die Schublade geht wieder zu. So, und dann sind wir auch schon durch fürs Wohnzimmer. Mehr habe ich hier nicht, mehr Schubladen oder Dinge, wo ich irgendwas verstecken könnte, habe ich nicht. Ihr habt alles gesehen. Viel ist jetzt nicht dabei rumgekommen, außer ein paar Blöcke und Papier und eine Spindel Rohlinge.
Aber wir sind ja auch noch nicht fertig, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Küche. Ich habe ja auch nicht vier Räume, ne? Ich habe ja nur Wohnzimmer, Küche, Flur, Badezimmer, Schlafzimmer. Genau. Und eine Abstellkammer, die ist im Hausflur. Das ist hier ein Altbau. Früher waren im Hausflur die Toiletten. Die sind natürlich nicht mehr da. Und das ist mittlerweile eine Abstellkammer dann für jede Etage. Und so habe ich da auch meine. Da gehen wir aber heute nicht ran, weil ich hatte die irgendwann mal aufräumen. Also ich wüsste jetzt nicht, was da vielleicht ist oder nicht ist oder so, keine Ahnung. Also da machen wir heute nichts. Weil ja, da ist jetzt das ganze, die ganzen Küchentücher drin, die ich gekauft habe und das ganze Klopapier und so und das Katzenstreu. Da wüsste ich jetzt wirklich nicht, was ich da aussortieren könnte, weil der Rest sind Werkzeuge. Von daher, da gehen wir nicht rein. Aber wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Küche und da zeige ich euch dann mal, ob wir überhaupt was aussortieren können. Und ich möchte euch noch ein bisschen was zu meiner Küche erklären. Bis gleich. So, jetzt sind wir in meiner Küche. Da muss ich euch vorher was sagen. Und zwar werden wir hier wohl nichts finden, was wir aussortieren können. Ich gucke jetzt gleich mal kurz einmal in jeden Schrank rein. Aber da wird sich wahrscheinlich nichts finden, weil hier hatte ich aussortiert vor einigen Monaten. Ich blende euch da mal die Bilder ein, die ich für meine Familie gemacht hatte, was ich da genau aussortiert habe, weil da hat es mich einfach mal wieder überkommen. Da hatte ich irgendein Teil gesehen, wo ich mir dachte, Mensch, warum hast du denn das noch? Und dann habe ich direkt einfach mal alles aussortiert. Und deswegen können wir das jetzt hier in dem Video nicht machen. Aber wie ihr auf den Bildern seht, ist da einiges zusammengekommen. Und ja, das ist, ich sag mal, wirklich zu 90% unter meiner Familie verteilt worden, außer jetzt dieser ganz hässliche alte Teigschaber oder was das da ist, ne? Oder irgendwelche Sachen, die halt einfach nicht mehr zu gebrauchen waren. Ne? Aber diese Teekannen da zum Beispiel, diese Kannen sind in den Garten gewandert und so. Also es hat alles noch seine Verwendung gefunden, weil ich hatte da einfach gar keine mehr für. Und ja, wie gesagt, ich gucke jetzt einfach mal alle Schränke durch und schau mal. Hier, das hier ist der, ich sag mal, Katzenschrank, ja. Hintergrund ist, ist das Katzenfutter drin immer. Das lagere ich da. Und hier auf der Seite ist der Müllkorb drin. Und hier oben sind so die Katzenleckerlis drin und sowas. Ne? Hier so diese Stäbchen, die aber auch nur die Lilly frisst. Die Nala, die rührt ja sowas nicht an, Madame. Ich esse nichts. Und genau, so Mülltüten habe ich hier noch drin und so. Also da ist auf jeden Fall wirklich auch nichts, was wir austauschen könnten, was ich wegtun könnte. Und hier in dem Schrank habe ich so, ja, sowas hier, ne? Und das hatte ich schon aussortiert, habt ihr auf den Bildern gesehen. Also auch da ist nichts dabei, nur kurz zur Erklärung zu diesem Schrank. Und hier, wo das Handy jetzt draufsteht mit dem Stativ, das ist einfach so eine Bar aus Glas und da steht halt nur Deko drauf. Also da ist auch nichts drin irgendwie oder so. Dahinter steht dann die Katzentoilette. Die habe ich hier in der Küche, einfach weil es ein Riesenraum ist und ich sonst keinen Platz dafür hätte. Und sonst ist da nichts. Und hier ist halt der, also warte mal. Da ist ein bisschen schwierig so mit der Kamera, so dort ist der Kühlschrank. Na, hier, das hier. Genau. Und kurz zur Küche. Für alle die so wie ich gedacht haben, du möchtest eine neue Küche haben. Ne? Damals im Kaufrausch noch und wo das hier dann Eigentum wurde, habe ich gedacht, so jetzt willst du eine neue Küche haben. Und irgendwann stand ich so hier in meiner Küche und dachte mir, warum eigentlich? Die Küche ist so super in Ordnung. Die hatte ich damals, wo ich hier eingezogen bin. Das ist ja schon ewig her. Das ist ja auch meine erste eigene Wohnung hier, in der ich dann einfach geblieben bin und das Haus gekauft habe und mit meiner Familie zusammen. Und da habe ich mir gedacht, warum sollst du das machen? Warum sollst du jetzt dir eine neue Küche holen, wenn die so super in Ordnung ist? Und dann, wenn ihr jetzt Lachen hört oder so, das kommt aus dem Garten. Moment, ich schließe das Fenster. So,
Ein bisschen Ruhe. Ja, heute ist wieder einigermaßen schönes Wetter und meine Familie ist im Garten. Genau, und heute an Pfingsten. So, und ja, ich bin dann hingegangen und habe einfach, wie nennt sich das, Upcycling gemacht. Ich habe einfach die Elektrogeräte ausgetauscht. Das heißt, ich habe den ungefähr 25 Jahre alten Herd in einen neuen Herd ausgetauscht, inklusive Ceranfeld. Und Spülmaschine hier vorne, die hatte ich bereits neu. Und da dieser große Schrank, dieser, da war früher mal der Kühlschrank drin mit unten Gefriertruhe. Und das war immer eigentlich scheiße, ne? Weil durch diese Fronten war das immer so ein Gemurkse und auch der Kühlschrank war schon sehr, sehr alt, Stromfresser schlechthin. Und dann habe ich aus dem Schrank einfach einen Vorratsschrank gemacht, habe dann so Regalbretter eingesetzt und habe da einfach einen Vorratsschrank draus gemacht, weil ich da eigentlich sonst nie so viel Platz für hatte und habe mir dann hier diesen freistehenden Kühlschrank gekauft. Und die Fronten habe ich einfach mit schwarzer Folie beklebt. Die kann man kaufen und die Griffe entsprechend ausgetauscht. Und so habe ich halt die ganze Küche in schwarz foliert. Die war vorher Buche, was ich überhaupt nicht schön fand. Deswegen wollte ich auch eine neue Küche. Aber ich habe es halt einfach schwarz foliert und somit halt auch hier den Boden neu verlegt und dann entsprechend meinem Geschmack angepasst, weil die Küche so komplett in Ordnung war. Also da ist nichts kaputt, da ist nichts bröckelig oder irgendwie was. Und die ist halt hier auch super eingebaut, super angepasst da an die Ecken. Das wurde damals scheinbar auch professionell gemacht. Ja, und so habe ich dann aus einer alten Küche wirklich mit ganz wenig Geld eine neue gemacht. Ich glaube, das hat mich damals mit den Griffen und der Folie irgendwie 150 Euro gekostet oder so. Oder 250 Euro, es war auf jeden Fall nicht viel und kein Vergleich zu einer neuen Küche. Na, und mit dem Katzenschrank habe ich dann das Gleiche gemacht. Den habe ich dann halt auch foliert, die Griffe dran gemacht, die gleichen. Und somit hatte ich eine niegelnagelneue Küche. Na, dann habe ich halt so noch ein bisschen renoviert, gestrichen hier, dieses Graue, das geht halt so durch die ganze Küche. Na, mit den Bildern und so. Ja, und also das vielleicht als Tipp für diejenigen, die keine Lust mehr auf die Farbe der Küche haben. Kauft euch die Folie, es ist wirklich super einfach dran zu machen. Ich bin zwar irgendwann durchgedreht, weil es so stupide Arbeit ist. Das mache ich nicht so gerne. Meine Mom, die hat mir dann hinterher geholfen. Und dann haben wir das zu zweit gemacht. Und genau. Und irgendwann war es dann auch mal fertig. Aber man merkt dann, wie viel Küchenschränke man dann wirklich hat. Ne? Genau. Ja, ich würde sagen, ich gucke mal in jeden Schrank einmal rein. Und vielleicht finde ich ja doch noch das ein oder andere. Tja, Leute, wie vermutet, nichts da, was ich weiter aussortieren kann. Ja, was habe ich in den Schränken drin? Das, was wahrscheinlich jeder Mensch in der Küche drin hat, ne? Tassen, Teller, Vorräte halt in dem Schrank dort. Und hier vorne in dem Schrank, in diesem hier, genau, habe ich halt meine Gewürze drin, Tomatenmark, Zwiebeln, wenn ich denn welche da habe, und sowas halt alles. Und da habe ich jetzt das Einzige, was ich gefunden habe, war hier diese Hühnerbrühe. Da habe ich mir nämlich gedacht, wo ich die gerade gesehen habe, so, ha, du hast schon ewig keine Hühnerbrühe mehr gebraucht. Weil wenn ich Brühe benutze, dann immer Gemüsebrühe. Und das sieht man, die ist nämlich haltbar gewesen bis 2021. Ich weiß nicht, warum ich die beim letzten Mal nicht gesehen habe. Beim Ausmisten. Ich weiß auch nicht, ob das schlimm ist. Gut, das ist hier alles schon fest. Die kommt weg. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter einmal ins Schlafzimmer. Weil da werden wir, glaube ich, das meiste finden, was ich aussortieren kann. Ja, genau. Also da schon allein der Kleiderschrank. Ich glaube, weil ich habe da auch so ein Fach im Kleiderschrank. Da tue ich auch manchmal schon Sachen rein, wo ich weiß, okay, die können weg. Und da ist ein bisschen auch was drin. Und das behalte ich mir dann immer vor, wenn es dann auch weg kann, dass es dann wegkommt. Und genau, da würde ich sagen, ja, begeben wir uns doch mal ins Schlafzimmer. Wenn das jetzt keine Lizenzprobleme geben würde, würde ich ja
das Lied von König der Löwen abspielen, The Lion Sleeps Tonight. Ich glaube, das geht aber nicht, weil jetzt sind wir im Schlafzimmer und ja, die schlafen. Die haben es gut. Da ist die Lilly. Nicht erschrecken, Leute, sie hat mal wieder ein Problem mit ihrem Tränenkanal. Da bin ich dran, aber da kann man leider nichts machen. Den kann man in der OP halt gerne mal durchstoßen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie dazu neigt und deswegen öfter da mal ein bisschen Probleme hat. Das ist aber nicht so schlimm. Und da ist die kleine Nala. Die schläft tief und fest. Die Maus. Genau. Und ja, ihr seht schon, die werden verwöhnt bei mir. Die haben in jedem Raum einen Kratzbaum. In der Küche, im Wohnzimmer und hier im Schlafzimmer. Und ihre Liegeplätze und alles, was sie so brauchen. Ja, und mein Liegeplatz, ne, den haben sie dann auch. Ja, da darf ich mich dann, oder manchmal auch wir, ein bisschen dazwischen mogeln. So, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Aber, fangen wir an mit dem Kleiderschrank, weil da wird auf jeden Fall das meiste bei rumkommen. Ich guck mal, dass wir den so treffen. Genau. Ich habe Augenblick. So. Jetzt haben wir es. Ja, Lilly, keine Sorge, du bist im Bild. Du bist auf jeden Fall im Bild. So. Genau. Hier die Ecke hinter der Tür. Da steht eigentlich nur noch mein Trockner. Und meine Hantelbank, die ich so einklappen kann und die ich mir dann immer hervornehme. Und der Staubsauger ist da auch noch dahinter, also hier der Handstaubsauger. Genau, und in dem Schrank da unterm Fernseher, das sind ja zwei, da sind Unterlagen drin, geordnet natürlich und so. Also da werde ich wahrscheinlich auch nichts finden, weil ja. So, manchmal weiß man das ja, ne, wo man so seine Zonen hat. Und die habe ich im Kleiderschrank. Und deswegen würde ich sagen, legen wir doch damit jetzt direkt mal los. Ja, Leute, der erste Schrank, der zweite Teil fehlt ja noch. Und der Haufen kann sich sehen lassen, ne? Also ich war jetzt auch ganz konsequent. Das bin ich eigentlich immer. Ich habe jetzt wirklich gerade hier bei den Winterpullis und so, geguckt, habe ich die jetzt überhaupt angehabt im letzten Winter? Der liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Und nee, und deswegen ist es halt auch direkt weggegangen. Und ja, da war jetzt halt noch Bettwäsche dabei. Das war so eine Bettwäsche, die habe ich behalten, falls mal wieder ein neues Tattoo kommt, weil ich kriege die Tattoo-Creme irgendwie nie aus meiner Bettwäsche wieder rausgewaschen. Selbst wenn ich die auf 90 Grad wasche, nicht. Und dann habe ich die versaute Bettwäsche behalten, falls nochmal ein neues Tattoo kommt, dass ich die dann drauf mache, dass ich mich dann nicht so ärgere, dass da dann diese Fettflecken drin sind, die man nicht wieder rausbekommt. Aber das war jetzt beim letzten Mal gar nicht nötig. Und ja,
Bis ich wieder ein neues Tattoo habe, dauert das eh. Und das kann dann jetzt auch weg, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Genau, und dann, ja, waren so Kleinigkeiten noch dabei. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe ein Jogginghosenproblem. Ich trage hier in der Wohnung halt natürlich immer Jogginghose. Oder ich weiß nicht, ob das so natürlich ist, aber für mich schon. Und so eine Jogginghose soll aber trotzdem halt irgendwie noch nach was aussehen. Also so, dass ich theoretisch mit dieser Jogginghose auch mal auf die Straße gehen kann oder so, wenn man das tut. Und deswegen habe ich da so ein paar zur Auswahl und auch viele die gleichen, weil die haben mir dann gefallen und dann habe ich sie direkt irgendwie in vierfacher Ausführung geholt. Da sind aber jetzt auch schon wieder einige weggegangen, wie ihr gerade gesehen habt, die ich einfach überhaupt nicht mehr trage oder wo der Gummizug schon ausgeleiert ist. Und von daher, genau, ist da jetzt ein guter Haufen zusammengekommen. Und so ein paar kleine Sneaker-Socken, weil die trage ich, wenn dann auch nur in Schwarz. Die Schwarzen habe ich behalten, die Weißen und die Grauen können weg. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns doch mal an den zweiten Schrank vom Kleiderschrank. Mal gucken, was da noch drin ist. Und das Fach da oben, wo ich jetzt so viel rausgeholt habe, war genau das Fach, wo ich immer mal wieder Sachen reingeworfen habe, die weg können. Wo ich mir dann sicher war, okay, die habe ich dann morgens angezogen und habe mir gedacht, nee. Und unter anderem auch so von ein, zwei Sachen irgendwie, da war einmal so ein Rucksackverband jetzt dabei, weil ich mir vor 2 Jahren mal das Schlüsselbein gebrochen habe beim Fahrradfahren. Dann war da noch so eine Armschiene dabei, die ich da auch brauchte, weil ich an der Schulter halt operiert wurde. Und genau, das kann eigentlich auch alles weg, weil ich habe nicht vor, demnächst mir nochmal das Schlüsselbein zu brechen. Hoffentlich. Ja, und dann sind da noch so meine Sportsachen drin, meine Hanteln und so. Und Arbeitshosen, wenn wir hier mal irgendwas machen, was Dreck macht am Haus. Und ja, Jeanshosen sind da drin. Ne? Ich habe nicht viele. Also ich habe vielleicht 10 Hosen. Und die da drin, oder ich habe halt auch ein paar mehr, aber da sind halt auch einige drin, die kann man halt nicht immer anziehen. Da sind dann halt viele Löcher drin und sowas, die kann ich jetzt halt auf der Arbeit nicht anziehen. Also nicht Löcher, weil sie kaputt sind, sondern weil sie drin sein sollen. Ne? Und ja, aber ich sag mal, ich habe so 10 Hosen, die ich so immer mal wieder wechsle. Ja, und da kann ich halt einfach auch nichts aussortieren. Genau, und dann sind wir soweit mit dem Schrank schon fertig. Ja, und wie gesagt, ich gucke jetzt noch mal kurz in die 2 Schränke. Ich mache den Haufen mal kleiner. Oder so. Packen wir gleich mal in den Müllsack rein. Gucke jetzt noch mal kurz in die 2 Schränke da, ob ich da irgendwie was finde. Aber ich befürchte nicht, weil die sind leer. Also ist nicht großartig viel drin. Also wie ich schon sagte, in dem Schrank habe ich halt noch mal so ein paar Sportutensilien drin, nichts Besonderes, so ein paar hier diese Bänder, diese Stretchbänder, diese Teile halt und meine Aktenordner sind da drin, die alle geordnet sind und hier unten die Schublade, diese hier, die ist so eine Erinnerungsschublade, da sind so meine alten Kalender drin. Ein paar gemalte Bilder von meinem Neffen oder von meiner Nichte und sowas. Also da auch nichts Besonderes. Ja, und hier die 3 Schubladen, also diese 3 hier kann man sagen, da sind halt einfach nur so Trainingssachen drin. Ne, diese Widerstandsbänder, genau, das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Eine Faszienrolle, ein Bauchtrainer. Ja, sowas alles. Also nichts, was ich irgendwie loswerden könnte. Ja, und hier in dem Nachtschrank, und ich habe ja hier noch einen, ist einfach gar nichts drin. Also ich habe in dem habe ich ein Buch drin und hier ist einfach gar nichts drin. Also ihr seht, ich habe auch gar nicht so viel Kram, weil ich mache das mit so Ausmisten wirklich regelmäßig. Und ja, hier der Schrank.
Da habe ich hier die Schublade des Grauens. Die hat wahrscheinlich jeder in seinem Haushalt. Das sieht jetzt noch nach nichts aus. Das ist eine Trainingstasche, die ich hin und wieder mal brauche. Aber da ist alles an Kabeln, was ich irgendwie mal gesammelt habe. Mehrfach Steckdosen und Verlängerungen und USB und was weiß ich nicht alles. Die hatte ich auch mal aussortiert mit Kabeln, die uralt waren, die wirklich kein Mensch mehr braucht. Aber das, was da jetzt so drin ist, kann man mal gebrauchen, ne? Ihr kennt das. Ja, und ansonsten hier ist so nichts Besonderes eigentlich drin. So für Weihnachten hier so ein Dings, irgendwie was. So ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich dekoriere jetzt nicht großartig, aber das habe ich dann immer mal irgendwie geschenkt bekommen und habe das dann behalten und stelle das dann zu Weihnachten auf. Dann hier diese Untersetzer. Ja, und dann sind da noch hier so Kalender. Persönliche, dann haben wir jetzt so Fotos, die macht meine Schwester halt immer. Dann ein alter Router, den ich wahrscheinlich irgendwann mal abgeben muss, wieder nach Vodafone. Ein paar Bilderrahmen und sowas. Also, na, und auch so wieder so ein paar Kalender einfach, so Erinnerungssachen. Also da weiß ich genau, diese Schublade, da kann ich nichts loswerden. Und ich guck mal eben hier. Hier habe ich so ein Nackenmassagegerät, eine Heizkissen. Dann hier so ein Stromdingens für meine Rückenschmerzen, habe ich bisher noch nicht benutzt. Und so Wärme, eine Wärmflasche und ein Wärmekissen für den Nacken. Und hier die Aufsätze für den Staubsauger. Ja, und hier diese Fusselrolle, ne? Das kann ja zumindest mal weg. Was habe ich denn hier noch? Meine paar Armbänder von mir. Und ein paar Schlösser, ja gut, kann man behalten. Das weiß ich auch nicht, was das da soll. Ja, und das sind nochmal Beschreibungen hier von den Geräten, die halt hier drin sind, ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht mit den Armbändern. Ja, die haben halt irgendwo alle auch so einen nostalgischen Wert. Die würde ich jetzt so nicht mehr anziehen. Aber ich weiß halt noch die Zeit, wo ich sie angezogen habe. Und das lasse ich dann erstmal. Ja, da haben wir noch ein bisschen Müll. Gut, das werde ich jetzt so entsorgen. Das tue ich jetzt da nicht noch in die Tüte mit rein. Ja, okay, dann sind wir im Schlafzimmer auch durch. Ich packe das jetzt mal alles in den Sack rein. Und dann gucken wir mal, wie voll der dann noch ist. Weil jetzt haben wir eigentlich nur noch den Flur. Da habe ich eine Kommode. Wo Schuhe drin sind und das Badezimmer. Ja, und ich pack mal. Ich würde sagen, Challenge geglückt. Ein blauer oder der blaue Sack ist voll. Ich denke auch, dass es vom Platz her reicht. Also ich kann euch schon mal vorwarnen, im Badezimmer, das zeige ich euch jetzt gleich noch, aber da gibt's nichts, weil da hatte ich jetzt kürzlich auch erst noch aufgeräumt und ich habe auch ein ganz Mini-Badezimmer, also da kann man jetzt gar nicht viel an Kram irgendwie unterbringen. Von daher werdet ihr das gleich sehen. Da gibt es nichts zu holen. Das Einzige, was jetzt sein kann, ist halt nochmal Schuhe, ne? Oder der Schuhschrank. Da gucken wir doch jetzt einfach mal gemeinsam, würde ich sagen. So, jetzt nehmen wir uns den Flur vor und gleich gehen wir nochmal kurz ins Badezimmer. Also Flur, so ein langer Flur. Ne, hier habe ich einmal wirklich nur meine Bürste, zwei Sonnenbrillen und Haarspray. Dann ist hier halt der Spiegel. Zwei Cappies habe ich da oben noch so, weil ich habe so hohe Decken. Ne? Dann habe ich hier noch so eine Pinnwand. Das habe ich mal von einer Freundin hier geschenkt bekommen. Total süß. Ja, und genau, hier haben wir dann den Flur. Die Nala. Und hier den Schrank möchte ich da noch mal ran und mal gucken, was wir da haben. Ich zeige jetzt nicht oben drauf den Schrank, weil da sind Bilder drauf von meiner Familie. Die müssen jetzt nicht unbedingt bei YouTube erscheinen. Genau, und wenn die Nala dann jetzt gleich Platz macht, dann gucke ich mal,
dass wir da auch mal eben reingucken in den Schrank. Oder machen wir mal so. Ich schau mal, ob da überhaupt was ist, was irgendwie weg kann. Weil ich habe auch wirklich nicht viele Schuhe, Leute. Ich habe jetzt noch welche draußen stehen im Hausflur. Aber hier ist auch ein bisschen staubig, sehe ich gerade. Nala findet das auch ganz interessant. Ich habe noch welche im Hausflur stehen. Aber das sind auch jetzt drei Paar, die ich jetzt im Moment. Ich habe halt immer die draußen stehen, die ich im Moment halt trage. Da habe ich noch so ein Schuhablagefach. Und das sind jetzt wieder also aussortierte Schuhe, die ich halt im Winter dann eher anhab, ne? Oder die ich noch gar nicht anhatte, ne? Thema, ich kaufe erstmal alles und Hauptsache, also, ne? Aber da werde ich mich nicht von trennen, weil die finde ich super schön. Passen auch super zu mir und so. Und die werde ich jetzt auch hoffentlich bald mal tragen, genauso wie die hier. Nur es ist ein Problem bei mir, sich weiße Schuhe zu kaufen, weil ich dann Angst habe, dass die dreckig werden und sie dann irgendwie nicht trage. Genau. So. Ich guck mal eben, die sehen schon so ein bisschen abgeranzt aus, aber ich glaube, die müssten einfach nur mal sauber gemacht werden. Ja, das sind so Schuhe, seht ihr, die trage ich unheimlich gern. Die habe ich mir nämlich hier nochmal neu gekauft. Und so ein altes Paar Schuhe behalte ich gern, wenn ich mal unten im Garten was mache. Man sieht, die wurden auch dafür schon benutzt. Das heißt, die bleiben auf jeden Fall. Weil das ist dann halt für so Gartenarbeiten und so. Und hier unten habe ich nochmal meine Skates. Die bleiben natürlich auch. Und somit, ja, war es das eigentlich schon für den Schrank. Und dann kommen wir jetzt zu guter Letzt nochmal zum Badezimmer. Das zeige ich euch jetzt kurz. Wie gesagt, da weiß ich, da habe ich einfach nichts zum Aussortieren. Ja, wie schon erwähnt, ihr habt gesehen, so viel Krempel habe ich nicht. Gibt vielleicht so die ein oder andere Schublade, wo ich ein bisschen vielleicht nochmal so Ordnung reinbringen konnte, so für mein Empfinden. Aber ansonsten, na, gehen wir mal ins Bad. Genau, und ja, ihr seht schon, es ist klein. Na, hier gibt es nicht viel. Ich brauche auch nicht viel. Ich habe hier halt einmal so ein Nala. Muss jetzt auch sich unbedingt reinquetschen, so ein Spiegelschrank halt. Da steht ein bisschen Deko drauf. Dann habe ich hier halt den Durchlauferhitzer, da auch ein bisschen Handtücher und so. Dann ist hier unten ein Schrank, da ist drin Toilettenpapier und ein Föhn. Und dann habe ich hier noch einen Schrank. Da habe ich einmal, ja, hier so Vorrat drin von Dingen, die ich brauche und, ja, es ist halt auch nicht viel, ne? Ja, so ein bisschen Damen, Sachen und so. Ja, und hier unten ist so Putzmittel drin, ne? Klobürsten und ich weiß nicht was, ne? So Handseife, Nachfüller und irgendwie. Also nichts Besonderes, was man jetzt hier irgendwie aussortieren könnte. Somit, ja, verlassen wir mal das Badezimmer und schauen uns mal an, was denn daraus geworden ist. Und zwar ein voller blauer Müllsack, wie erhofft und wie geplant. Ich finde es super. Ich finde es richtig, richtig cool. Für mich ist es immer so eine Befreiung, wenn ich ja, wieder was losgeworden bin, was eh nicht nötig war, was ich eh nicht brauchte. Ich hatte gehofft, es wird vielleicht noch mal ein bisschen mehr außer Kleiderschrank. Aber naja, wenigstens das, ne? So ein paar Sachen aus der Küche und so habe ich euch ja gezeigt, habe ich leider schon ausgemistet gehabt. Also ist da jetzt nicht mit drin. Das war auch viel. Und ja, aber ich sag mal, irgendwann ist halt auch mal Schluss, ne? Irgendwann hat man halt so seine Sachen. Ja, die man, wovon man sich vielleicht nicht trennen will oder auch nicht trennen kann. Und dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Und ja, ich habe jetzt wieder einen blauen Müllsack Ballast, den ich ja los bin, wo sich vielleicht der ein oder andere drüber freut, über etwas, was da drin ist. Und wenn nicht, wie gesagt, hier im näheren Umfeld, dann wird es halt gespendet. Also es landet halt nicht auf dem Müll. Es sei denn, es ist Müll, aber. Ihr habt ja gerade gesehen, also zumindest die Klamotten, die sind ja alle soweit noch in Ordnung. Ne? Und von daher, genau. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
ein bisschen aussortieren, ein bisschen Roomtour, mal einmal hier durch meine Wohnung. Und da habt ihr dann auch mal gesehen, wie das so, ja, ich sag mal, hinter den Kulissen aussieht. Und ich versuche ja immer so minimalistisch wie möglich zu sein, aber auch nicht zu sehr. Und das war jetzt wieder so ein Schritt in die Richtung, weniger Krempel, weniger Stress. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder einschaltet zu meinem Einkaufsvideo um 10 Uhr. Und ansonsten sage ich bis dahin, liebe Leute, alles Gute für euch wie immer. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Das freut mich dann wirklich sehr. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.